Hey du, heute schon kommuniziert? Bestimmt. Doch was geht in der Kommunikationspolitik von Unternehmen ab? Klären wir es. Was bedeutet Kommunikation im klassischen Sinn? Richtig, es werden primär Informationen ausgetauscht. Dabei ist die Botschaft im Kommunikationsprozess entscheidend, die beim Empfänger eine Wirkung hervorruft. Unser Beispiel gibt einen Überblick. Ein Unternehmen oder eine Person, Sender, beschreibt die Eigenschaften eines Produktes, Kommunikationsbotschaft, über einen Vertriebskanal, zum Beispiel eine Fachzeitschrift oder ein Internetpost, Kommunikationskanal, und verschickt die Botschaft an potenzielle Kunden, Empfänger, die bei diesen Interesse oder eine Wirkung hervorruft. Kommunikationswirkung. Es entsteht eine Gegenwirkung zwischen der Kodierung, das heißt Gestaltung der Botschaft durch den Sender, und der Dekodierung, das heißt die Entschlüsselung und Interpretation der Botschaft durch den Empfänger. Die Aufgaben der Kommunikationspolitik sind stark an den übergeordneten Unternehmenszielen und an der grundsätzlichen Unternehmensstrategie orientiert. Sie ist Teil des Marketingmix. Daher kann die Aufgabe der Kommunikationspolitik gut als planmäßige Gestaltung und Übermittlung von Informationen beschrieben werden, die die Adressaten und Empfänger in den Bereichen Wissen, Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen idealerweise beeinflusst. Die Empfänger und Adressaten der Marketing-Kommunikationspolitik sind vor allem potenzielle Kunden, aber auch sämtliche Personen und Organisationen, die die Kaufprozesse beeinflussen können. Um zielorientiert und effizient die Empfänger ansprechen zu können, bedarf es einer Planung der Kommunikationspolitik. Wie sieht die Kommunikationspolitik aus und welche Themen beinhaltet sie? Zunächst müssen wir die Ziele und Zielgruppen, um eine erfolgreiche Kommunikationspolitik zu machen, bestimmt werden. Im Anschluss gilt es, das Budget und die Kommunikationskanäle festzulegen. Nach der Planung können die konkreten Kommunikationsmaßnahmen gestaltet werden. Um etwaigen negativen Überraschungen vorzubeugen, wird im Anschluss ein Pre-Test, also eine Kontrolle der Kommunikationswirkung, angestoßen. Erst wenn dabei die gewünschten Resultate erzielt werden, wird der eigentliche Kommunikationsprozess durchgeführt. Schließlich ist auch die Kontrolle des gesamten Prozesses und des Erfolgs von erheblicher Bedeutung. Neben einer guten Planung und Umsetzung der Aufgabe der Kommunikationspolitik ist es entscheidend, die Ziele und Zielgruppen passend zu definieren. Die Ziele der Kommunikationspolitik beziehen sich auch auf die Marketingziele, die einen Markterfolg, aber auch einen wirtschaftlichen Erfolg bewirken sollen. Wie genau sehen die Ziele der Kommunikationspolitik aus? Mithilfe der Kommunikationspolitik soll der Bekanntheitsgrad und das Image des gesamten Unternehmens gesteigert werden. Damit einhergehend entsprechend auch die Produkte und/oder Dienstleistungen bei den Nachfragern. Des Weiteren ist die Kommunikationspolitik darauf ausgerichtet, die Kaufabsicht des potenziellen Nachfragers zu stärken. In der Wirtschaftstheorie unterstützt das AIDA-Modell diese Theorien. Beim Kunden soll Aufmerksamkeit, Attention, Interesse, Interest, Verlangen, Desire erzeugt werden. Dies löst ein Verhalten, Action, aus, das zum Beispiel der Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung sein könnte. Das Kundenverhalten beeinflusst wiederum die Kommunikationspolitik und kann gegebenenfalls zu einer Veränderung der Unternehmensstrategien führen. Daher ist das Modell als eine Art Kreislauf zu verstehen. Um die Ziele der Kommunikationspolitik erreichen zu können, müssen die grundsätzlichen Zielgruppen definiert werden. Anhand von diversen Kriterien können Unternehmen oder Anbieter jeder Branche mithilfe der Charakteristika oder auch der Unternehmensphilosophie Gruppen festlegen, um diese gut zu erreichen. Folgende Kriterien sind für die Zielgruppendefinition von Bedeutung: demografische Kriterien, sozioökonomische Kriterien, allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, Nutzenkriterien, kaufverhaltensbezogene Kriterien.
Die Kommunikationspolitik wird dann gezielt auf die Bedürfnisse und Wünsche der potenziellen Nachfrager ausgerichtet. Die Folge ist idealerweise ein hoher Absatz und finanzieller Gewinn. Jetzt kennst du die Grundlagen der Kommunikationspolitik in Unternehmen. Im nächsten Video geht's weiter mit der Budgetierung und der Budgetallokation. Tippe oder klicke hier links. Darunter findest du unsere Playlist. Abonnieren und Daumen hoch und bis bald. Ciao!